Ja, warte, jetzt noch mit einem RET wird, weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung. Überhaupt nicht. So, und da unten ist noch Kohle. Es lackt wie Hulle, das wundert mich. Wahrscheinlich will mir der Rechner sagen, geh her, komm, mach eine Pause. Mach eine Pausen. Und dann machst du die nächsten Tage frisch, fromm, fröhlich, frei. Frei mit einem fertig, fertig nicht, aber mit einem nagelneu hochgefahrenen System weiter. Nagelneu hochgefahren klingt jetzt auch wieder so geil. Nein, nicht nagelneu, aber normalerweise, wenn ich Let's Playe, dann fahre ich vorher einmal den Rechner runter und so weiter. Also kompletter Neustart, ne? Und fange dann an. So, dass die Speicher dann dementsprechend alle restlos entleert sind. Und so, und naja. Habe ich dieses Mal nicht gemacht, denn ich habe zu meinen Leuten in WoW nur gesagt, ich wollte noch was aufnehmen. Ihr Schweinehunde, ihr haltet mich nur immer auf. Ich bin jetzt weg. Oh, Schwächer. Vor allem die Gespräche, je später der Abend ist, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, so von Teamspeak-Gesprächen, je später der Abend wird, umso niveauvoller werden die Gespräche. Ach nee, Niveau bedeutet ja was anderes. Meine Damen und Herren, es sinkt für sie das Niveau. So. Großer Farn. Mhm. Ja, man muss ja halt schon mal so ein bisschen sich umgucken, ne? Und vor allem auch vielleicht ein paar Ideen oder so sammeln. Wie zum Beispiel die Idee, wo ist mein Haus? Was ist das? Ton. Ton? Ich dachte mal, das heißt Lehm. Gibt's nicht mehr. Glaube ich, weiß ich nicht. So, ja, jetzt kommt der Punkt, ja, vor dem ich eigentlich so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass er nochmal kommen könnte. Es wird Nacht und ich weiß nicht, wo wir sind. Geil! Der Trivolo ist doch ein Zauberer, ein Künstler. Vor dem Herrn. Aber es ist schon lustig, wie wir jetzt quasi einmal so im Kreis gelaufen sind, wa? Also hat schon was. Finde ich zumindest. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach guck mal, für eine Karte brauchen wir, glaube ich, einen Kompass. Und für einen Kompass brauchen wir Redstone. Glaube ich. Karte. Leere Karte. Achso, man kann die ja vervielfältigen, genau. Ein Kompass. Und für einen Kompass brauchen wir einmal Redstone. Schön, wir haben keinen Redstone. Und nu? Nu ist wieder guter Rat teuer. So, Dalle. Machen erstmal nochmal eine Doppelchest da draus. Hier hin. Seelensand da rein, das da rein. Ja, kommen hier zwei Eisen da. Dafür jetzt Kohle verbrauchen, ist auch irgendwie ein bisschen sinnentleert. So, das hier mal alles da rein. Kohle da mal rein. Das Holz da mal mit rein. Die Erde da mal mit rein. Nee, die Erde. Die Erde nehmen wir mal mit. Zum Zuckerrohr kann ich eigentlich schon mal Papier machen. Papier hier rein. Und das Zuckerrohr da rein. Nee, das Zuckerrohr nicht da rein. Aber das Rottenflash. Goldener Äbel. Bruchsteine. Pfeile. Einen lasse ich da. Und so weiter. So. Den Sattel, den nehme ich mit, falls wir doch mal irgendwie ein Pferd finden sollten. Ich glaube zwar nicht. Ich habe es echt aufgegeben. Ich glaube, Pferde kommen auch nur in dem Chunk Biom Plains vor. Und da, genau, richtig. Moment, jetzt erinnere ich mich. Pferde kommen nur in dem Biom Plains vor und ich habe noch so gedacht, ja cool, habe ich ja gleich vor der Tür. Und dann habe ich so weiter überlegt, du hast mal zu der Version 1.4,
hast du mal irgendwie so eine neue Welt gemacht. Tja, verdammt. Und nun? So. Nee, so. So, und dann die haben wir zusammen. Würde ich sagen, ich baue das erstmal hier so hin. Ist das richtig? Da ist das richtig. Und dann einfach hier ein Schild hin. Höhle. Redstone. Ja. Das dann erstmal so fürs nächste Mal. Ne? Höhle, Redstone. Dann gehen wir da vorne mal irgendwo in die Höhlen rein. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Redstone kriegen. So, mit Blick auf unsere neue, wunderbare, kleine Behausung, sag ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Copyright bei Trivolo, hau da rein und tschüss. So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Oh, da geht die Stimme gleich weg. Trivolos Let's Play, eine Runde Minecraft. Ja, was soll ich sagen? Höhle Redstone, machen wir nicht, wir machen was anderes. Wir machen an dieser Stelle anderes. Warum wir was anderes machen? Ja, erstmal, weil ich es kann. Und zweitens, weil wir drüben bei unserer regulären Bude erstmal ordentlich was zu tun haben. So, und warum ich jetzt mir eine Eisenspitzhacke gebaut habe, das hat folgenden Hintergrund. Wir werden jetzt durch den Nether wieder zu unserer Standardbude zurückkehren. Und werden da nochmal ein bisschen was tun müssen. Habe ich eigentlich noch? Nee, habe ich nicht. Die kann man ja mal stacken. Ja, hier. Ne, kaum Monster aktiviert und so weiter, schon leckt es. Monster aktiviert, schon leckt es. Ja, ja. Blopp. Gut, dann haben wir jetzt halt die Monster aktiviert, aber, ja. Es ist ein bisschen mysteriös auf jeden Fall mit der Laggerei. Ich bin echt nicht sicher, ob es jetzt an der Lava-Animation liegt jedes Mal oder ob es doch an den Mobs liegt. Ich habe echt keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Ich weiß es einfach nicht. Tut mir leid, aber ich weiß es nicht. Weißt du es? Nein, du auch nicht? Na gut, ich auch nicht. So, wir ruppen hier mal das ganze Zeugsen raus und ja, thementechnisch. Was habe ich denn thementechnisch? Thementechnisch habe ich auf jeden Fall ein mir wichtiges Thema auf der Agenda. Und zwar, das ist dieses TTIP, dieses Freihandelsabkommen. Also, ich muss ja wirklich sagen, ich bin ein absoluter Gegner dieses Freihandelsabkommens. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lasse mich da wenig blenden und ich gehe da auch recht wenig auf mehr oder weniger seriöse Medien ein. Ich habe da kürzlich einen recht, na was heißt kürzlich, ja doch kürzlich, habe ich einen recht interessanten Bericht aus dem Januar 2014 gesehen, weil so lange sind die da ja mit diesem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Amerika da am rumdiskutieren. Und machen und tun und hast du nicht gesehen. Und zwar geht es in diesem, war das ein Bericht von ARD und da habe ich mich so richtig erschrocken, weil eine Sendung, ein staatliches Fernsehen wie das ARD, ja, kritisiert die Europäische Union und kritisiert halt insbesondere dieses Freihandelsabkommen, wo ich mir so denke, so, ja, also wenn die jetzt schon auf, ich sag mal, unserer Seite sind oder auf meiner Seite sind und dagegen sind, mehr oder weniger, ja, dann scheine ich mich da ja gar nicht so zu irren, dass das Freihandelsabkommen tatsächlich ein absoluter Quatsch ist. Denn mal ganz ehrlich, diese ganzen Zahlen, die da versprochen werden, ja, 160.000 neue Arbeitsplätze, ich bitte euch, was ist denn das? Also es werden angeblich, nur durch das Freihandelsabkommen, werden angeblich laut diversen Medien, insbesondere in Druckmedien, ja, sollen halt 160.000 neue Jobs geschafft werden. Das sind vielleicht 0,5% auf die ganze EU gerechnet. Das ist nichts, das ist gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Also ich bin und bleibe absoluter Gegner dieser Geschichte da. Denn, mal ganz ehrlich, Amerika gewinnt doch immer mehr und immer mehr die Oberhand über den Rest der Welt. Und gerade Europa.
Und ich meine, ganz ehrlich, wenn sich die Politiker so blenden lassen, ne, also entschuldige, dann müssen wir mal über Neuwahlen reden. Zwecks wegen Misstrauen.